Die Mindmapping Mindmap. Wie man mit einer prima Methode seinen Lernerfolg deutlich verbessern kann. Mindmapping ist eine hervorragende Methode zum Lernen, Strukturieren, Überdenken und Merken. Ich will euch die Methode und die Vorteile des Mindmappings mithilfe einer Mindmap zeigen. Dazu nehme ich ein Blatt im Querformat, am besten blanko. Notfalls geht auch kariert. In die Mitte schreibe ich den zentralen Begriff. Das habe ich hier bereits gemacht. Und ich habe auch schon die ersten Contents beschrieben, nämlich die ersten Regeln beim Erstellen einer Mindmap. Man muss jetzt nicht ganz streng anhalten, es sind eher ziemlich allgemeine Vorgaben, vielleicht sogar nur Empfehlungen, aber sinnvoll. Die ersten Regeln kennen wir auch schon. Ein Blatt Papier, blanko oder notfalls kariert. Querformat. Das ist erstaunlicherweise wichtig, denn Mindmapping versucht, beim Festhalten der Zusammenhänge möglichst nah an dem zu sein, wie wir Menschen wahrnehmen und denken. Und unsere Augen nebeneinander und nicht übereinander liegen, nehmen wir die Welt eher im Breitformat wahr als im Hochformat. Und so können wir uns auch Informationen besser einprägen. Vom zentralen Begriff in der Mitte zweigen dann Linien zu den einzelnen Punkten ab und von diesen wieder welche weiter zu Unterpunkten. So entsteht ein Netz aus Linien und Schlüsselwörtern. Schlüsselwörter ist übrigens der nächste Punkt. Bloß nicht zu viel schreiben. Es geht hier nicht um das Kopieren langer Texte, sondern um eine Übersichtskarte über einen Themenkomplex. Die Details, die fallen mir dann schon wieder ein, wenn ich das Schlüsselwort sehe. Unser Gehirn ist nämlich nicht so gut darin, sich lange Texte zu merken. Besser klappen Schlüsselwörter und Symbole. Das sind kleine Bilder, Icons, die zu dem Schlüsselwort passen. Ich male also mal hier ein Schlüssel hin und dort ein Netz. Und von mir ist auch mit einer kleinen Spinne, nur weil es so nett aussieht. Zu dem Querformat male ich ein paar Augen, als Erinnerung daran, dass das Querformat zu unserer visuellen Wahrnehmung passt. Das ist übrigens auch das Schöne des Mindmappings. Man sitzt nicht nur rum, liest einen Text und versucht sich möglichst viel davon zu merken, sondern man zeichnet eine Karte, malt kleine Bildchen. Und das macht viel mehr Spaß. Und man lernt dabei auch besser. Das heißt, wenn eure Eltern oder euer Partner euch sieht und fragt, wolltet ihr nicht lernen? Und dann könnt ihr mit Fug und Recht ganz entrüstet sagen, aber das mache ich doch. Malen macht man übrigens normalerweise in mehreren Farben. Auch das ist eine Empfehlung. Ich male dazu mal einen kleinen Farbeimer mit einer bunten Pfütze. So, das hat nicht nur spielerische Gründe, sondern auch das bunte Gestalten unterstützt unser Gehirn dabei, die Dinge besser aufzunehmen und dann im Gedächtnis zu behalten. Etwa weil es einen schöneren Gesamteindruck ergibt und wir uns schöne Dinge besser merken können als weniger schöne. Das reicht dann auch schon mit den Regeln. Ist doch übersichtlich, oder? Obwohl, eine Grundsatzregel fehlt mir noch. Die fertige Karte ist ja schön und gut. Naja, zumindest vielleicht schön. Aber was viel wichtiger ist, nicht das Produkt ist das Ziel, sondern das Erstellen des Produktes. Denn dabei passiert ganz viel in meinem Kopf. Kurz, der Weg ist das Ziel. Selbst wenn eure Karte hinterher ziemlich chaotisch ist, hat euch das Erstellen viel gebracht. Auch hier male ich mal ein kleines Bild dazu mit einer Ziellinie und einem Weg, der da durchführt. Damit komme ich auch gleich zum nächsten Punkt, den Einsatzmöglichkeiten. Ich persönlich habe die positivsten Erfahrungen gemacht, wenn ich es zum Lernen gerade großer Mengen an Inhalten einsetze. Der wichtigste Punkt ist also Lernen. Das betrifft jetzt weniger das Verstehen neuer Zusammenhänge, sondern vielmehr bereits bekannte Sachen, die ich für eine Prüfung wiederhole. Der erste Unterpunkt ist damit für mich das Wiederholen. Gerade beim Wiederholen bekannter Zusammenhänge für Prüfungen fallen mir oft andere Aspekte ein, die damit zusammenhängen. Dieses Finden oder Wiederfinden der Zusammenhänge nennt man Assoziieren, was übrigens extrem gut dem entspricht, wie unser Gehirn vorzugsweise arbeitet. Man denke dabei etwa an das berühmte Experiment von Pavlovs Hund. Wenn ich viele Assoziationen entdeckt oder wiederentdeckt habe, beginnt sich auch mein Wissen neu zu strukturieren. Das Durcheinander im Kopf wird dadurch ein Stück klarer. Ich bin dabei, mein Wissen zu rekonstruieren. Bei all diesen Vorgängen setze ich mich aktiv mit den Zusammenhängen auseinander. Und das hat zur Folge, dass ich mich viel besser an die Inhalte erinnern kann, als wenn ich sie nur passiv durchlese oder auswendig lerne. Sprich, der letzte Lernerfolg ist das Erinnern. Und das ist schließlich das, was bei einer Prüfung wirklich zählt, nicht wahr? So viel zum Lernen. Es gibt noch andere Möglichkeiten, Mindmaps einzusetzen. Gerade mir als Lehrer bietet sich die Möglichkeit, in ein neues Thema mit einem Mindmapping einzusteigen. Dabei frage ich die Schüler, was sie dazu schon wissen.
Beispiel: Bei mir als Physiklehrer kann das etwa zum Thema Elektrizitätslehre ein Einstieg sein. Denn dass es Elektrizität gibt, haben die meisten ja schon mitgeschnitten und dazu auch bestimmte Vorstellungen und Kenntnisse. Das nennt man Vorwissen aktivieren und ist natürlich dann mit dem Aspekt Erinnern verbunden. Dritte Möglichkeit ist das Nutzen eines Mindmaps als Stütze bei einem freien Vortrag. So wie ich das mache, wenn ich die Methode etwa direkt mit Schülern bespreche. Habe ich dann statt der üblichen Liste mit Stichworten eine Mindmap zum Thema erstellt, bin ich flexibler. Das heißt, ich kann zwischen den Bereichen hin und her springen. Also bietet sich die Methode vor allem dann an, wenn ich mit dem Publikum interagieren und auf überraschende Antworten gut reagieren können möchte. Die letzte Option, die mir hier einfällt, sind Notizen. Sehr beliebt ist ja beispielsweise bei uns Lehrkräften das Erstellen eines Protokolls von einer der vielen Konferenzen, die wir so haben. Lehrer sind üblicherweise diskussionsfreudig und gerade wenn eine Diskussion so richtig hin und her wägt, der fünfte Redner auf das Gesagte vom zweiten Redner Bezug nimmt oder so ähnlich, dann ist das richtig schwer, die Inhalte für das Protokoll in eine sinnvolle Struktur zu bekommen. Zumindest, wenn man linear mitschreibt. Hier kann es helfen, bei der Diskussion mit einer Mindmap die Aspekte gleich zu strukturieren. Ihr seht, man kann Mindmaps ganz vielfältig einsetzen und vielleicht gibt es noch mehr Möglichkeiten, die mir gerade nicht einfallen. Ich hingegen komme jetzt erstmal zu den theoretischen Aspekten. Die habe ich tatsächlich auch schon in großen Teilen erwähnt, möchte sie hier aber nochmal systematisch zusammenfassen. Also, Mindmapping ist eine Methode, sich Dinge neu zu erdenken und zu merken. Und das klappt gut, weil man mit der Methode die Zusammenhänge für sich selbst neu sortiert. Besonders hilfreich ist es, dass die Methode sich an der assoziativen Vorgehensweise des Gehirns orientiert. Das heißt, zur Abwechslung mal nicht linear arbeitet. Anders betont, zur Abwechslung mal nicht linear arbeitet. Linear heißt dabei eins nach dem anderen, von oben nach unten. Nicht linear hingegen ist eher die Art, ach, bei dem Stichwort fällt mir dann auch das Folgende ein. Assoziationen halt. Typisch für unser Gehirn. Dabei kann es natürlich auch passieren, dass man beim Mindmapping noch auf neue Ideen kommt, einem etwas Spontanes einfällt. Und das ist kein Problem. Im Gegenteil, es kann das Mindmap bereichern. Whatever. Ihr merkt schon, alle diese Aspekte zeigen, wie aktiv man sich dabei mit den Inhalten auseinandersetzt und damit die Lernleistung und die Gedächtnisleistung verbessert. Es gibt noch einen weiteren Punkt dazu, zu dem ich ein bisschen weiter ausholen muss. Die meisten von euch dürften wissen, dass wir zwei Gehirnhälfte haben. Eine rechte und eine linke. In diesem Fall meine ich auch wirklich die graue Masse oberhalb unserer Ohren, was man im Englischen Brain nennt, und nicht nur die abstrakte Struktur des Geistes, im Englischen Mind. Tatsächlich haben beide Gehirnhälften unterschiedliche Aufgaben. In der linken Seite ist das Rationale dominant. Hier geht es um Logik, um Analyse, um den Umgang mit Zahlen und ähnliches. Die rechte Seite hingegen ist vor allem für Gefühle zuständig, für Kreativität, Erzeugen und Erkennen von Mustern und für die Wahrnehmung von Farben. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Intelligenz von Menschen und der Stärke der Verknüpfung zwischen diesen beiden Gehirnhälften. Ein Intelligenzaspekt, bei dem übrigens Frauen durchschnittlich besser als Männer abschneiden. So, und jetzt denken wir nochmal über das Mindmapping nach. Wir erzeugen eine Karte mit vielen Farben, ein netzartiges Muster. Wir investieren Zeit und Mühe, um vielleicht ein schönes Bild am Ende zu haben, das wir auf diese Weise mit positiven Gefühlen besitzen. Ihr merkt's auch, oder? Insbesondere Dinge, die viel Logik und Analyse erfordern, werden nun auch mit der anderen Gehirnhälfte vernetzt. Das nennt man Synergieeffekt. Ihr seht, das Mindmapping ist ein verdammt guter Trick, eine wirklich schlaue Methode, angepasst an unsere Gehirnstrukturen, effizient zu lernen. Was mich zum letzten Punkt führt, der Kritik. Und damit meine ich auch positive Kritik, nicht nur die negative. Aber all das Positive habe ich bereits ausführlich dargelegt und ich will das jetzt nicht nochmal wiederholen. Ich male hier nur einfach mal ein paar Pfeile in grün, um daran zu erinnern. Was ich vielleicht noch ergänzen kann, das Erstellen eines Mindmaps macht Spaß. Jedenfalls mehr Spaß als das klassische Büffeln für eine Prüfung, kommt also auch auf die Haben-Seite. Diesen mächtigen Vorteilen stehen dann aber auch ein paar negative Punkte gegenüber. Mache ich mal ein Orange als Kontrast zum Grün, denn für Wichtiges habe ich schon Rot verwendet. Erste negative Kritik ist, dass Mindmaps oft nur individuell sind. Das heißt, ich arbeite in erster Linie für mich selbst. Gebe ich jemand anders meine Mindmap, kann der oft nur wenig damit anfangen. Wenn es um Teamarbeiten geht, kann ich Mindmapping nur dann nutzen, wenn das Team die Karte gemeinsam erstellt. Zweitens,
Mindmaps können recht unübersichtlich werden, vor allem dann, wenn es um größere Themenbereiche geht und die Karten komplex werden. Dabei kann es passieren, dass ich an einer Stelle mehr Platz brauche, als ich ursprünglich vorgesehen habe und quetschen muss. Oder dass lange Pfeile quer durch die ganze Karte plötzlich entdeckte Assoziationen visualisieren. Oder dass ein eigentlich ganzer Block eher woanders stehen müsste, näher an einem anderen Bereich, mit dem er gut vernetzt ist. Was mache ich dann? Ich kann das Mindmap mit einem Computer erstellen und Teile hin und her schieben, also alles umsortieren. Oder ich entschließe mich, nochmal ganz neu anzufangen. Was? Höre ich euch da rufen. Aber die ganze Arbeit! War nicht umsonst, antworte ich da. Im Gegenteil, ich erinnere an, der Weg ist das Ziel. Nicht die Karte ist das Ziel, sondern das Lernen, Verstehen und Rekonstruieren beim Zeichnen der Karte. Das, was im Kopf passiert. Ich habe dann auch ein Bild der Karte im Kopf. Und dann, wenn es nötig ist, muss ich halt nochmal neu anfangen und lerne dabei weiter und werde noch besser im Thema. Und mit diesem Gedanken kann ich mich dann auch aufraffen und sagen, okay, dann nochmal. Diesmal besser. Auch diese Mindmap, die ich hier für euch aufgebaut habe, ist nicht mein erster Versuch zu dem Thema. Oh nein. Und bestimmt fällt mir beim nächsten Mal ein, wie ich die Karte noch etwas besser aufbauen könnte. Egal. Aber man kann das auch als Kritik sehen. Wie beim Lernen wird man beim Mindmapping nie endgültig fertig. Für mich folgt daraus aber nur, dass ich den Punkt finden muss, an dem ich für mich sagen kann, okay, das ist mir jetzt gut genug. Für dieses Video ist dieser Punkt erreicht. Ich verabschiede mich und wünsche euch viel Erfolg bei der Vorbereitung eurer Prüfung. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.